Hallo Leute, ich bin's Andreas und ich freue mich, dass ihr auch wieder dabei seid. Wir wollen jetzt mal. Ja, was wollen wir denn jetzt eigentlich mal? Was will ich denn jetzt eigentlich machen? Ja, hier mal nach Kingston. Zur nächsten Hauptmission. Mal gucken, was da jetzt abgeht. Mal gucken, ob keiner guckt. So. Und da ist das wieder die ominöse Taverne, die ich noch besuchen soll, die immer noch nicht erschienen ist. Aber ich hoffe mal, dass das endlich mal passiert, denn ich verstehe nicht. Naja, egal. So, egal. Hier ist der nächste Ort, wo es weitergeht. Und da wollen wir doch mal gucken, was abgeht. Aber irgendwie hätte ich auch noch mal Bock, heute noch so ein Vorzu. Warte mal, wo wurde doch gerade hier gekämpft? Ja, da wird gekämpft. Piraten befreien, oh ja, das muss ich machen, weil ich brauche noch unbedingt Leute. Ich habe ja nicht mehr so viele Leute. Warum wollt ihr mich nicht anhören? Bitte, hört, was ich sage! So. Oh, Alter. Ja, endlich. Captain Kenway, gerade rechtzeitig. Wir sehen uns an Bord. Crew plus zwei, ja, das ist gut. Wie gesagt, bei der einen Schlachter, da habe ich ja fast, oder auch durch den Sturm ja, fast die Hälfte meiner Leute verloren. Also ich muss auch mal gucken, wo man jetzt hier Leute anheuern kann, wenn ich jetzt hier schon in Kingston bin. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier beim Hafenmeister oder hier beim Gemischwarenladen eigentlich nicht. Das müsste eigentlich in der Taverne gehen, aber die ist ja nicht da. Warum auch immer. Keine Ahnung. Aber egal, ich sehe gerade, da kann ich noch mehr Piraten retten. Also, dann geht er mal los hier. Oh. Das ist jetzt. Naja, das ist jetzt gar nicht so schwierig, ne? Guck mal hier. Schlafpfeil. Schlafpfeil. Warten hier. Oh, tschüss und weg. So. Uiuiuiui. So, jetzt mal ganz kurz. Ich weiß das nicht, ob der mich jetzt auch sucht. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, da kann ich jetzt einfach. Ja, scheiß drauf mal. Eigentlich wollte ich, dass er jetzt so. Ey, warum schießt sie auf mich? Oh, jetzt kommt der noch wieder an ihre. Scheiße. Dammt nochmal, ey. So hatte ich mir das eigentlich hier nicht vorgestellt. Ja, war natürlich wieder äußerst clever von mir, den jetzt mal kurz Platz zu machen. Irgendwie aber hatte ich den Drang dazu, den aber jetzt mal fertig zu machen, weiß auch nicht warum. Oh Mann, ey. Nicht gerade der. Oh oh. Get a hold of that man! Ach, Scheiße! Verdammt nochmal.
Wenn ich Pech habe, werde ich die nicht wieder los. Oh. Ach, Scheiße, ey. Warum muss ich auch gerade da oben raufkrabbeln aufs Dach? Ach, ja. Ich glaube, die Typen... Ah, ja, es haben die wenigstens auch einen Grund mehr, mich zu verfolgen. So. Ach. Scheiße. Och, das ist hier nicht gut. Das ist hier überhaupt nicht gut, was ich hier mache. Das ist nicht gut. Nicht gut. Nee, nee. Oh, der eine Typ, der kann aber verdammt schnell laufen, merke ich gerade. So, kommen die jetzt hier hoch oder was? So. So. So, irgendeiner hat er jetzt gerade auf mich geschossen. Ah, danke Jungs, dass ihr den da platt gemacht habt. Dankeschön. So, jetzt bin ich die Eierköpfe erstmal los. War natürlich mein eigenes Verschulden, dass ich sie überhaupt am Arsch hatte, aber naja, egal. Brauchen wir wieder ein kleines Kampftraining, man darf ja nicht einrosten. So. So. Also. Hat mich jetzt zwar noch kein Stück näher an meinen Zielort gebracht, aber auch egal jetzt. So, und jetzt werden wir uns wie ein ganz zivilisierter, gesitteter Mensch über die Straßen bewegen. Und niemanden mehr abmurksen. Auch nirgendwo hochspringen. Oder dergleichen. Sondern ganz lieb und nett und gesittet. Den Kurier auch. Naja, jetzt keine Lust drauf. Oh, wo ist jetzt der Kurier? So, ich hoffe mal, dass der Kurier mich jetzt nicht mitbekommt. Und dass ich ihn dann... Ach, jetzt hat er mich doch gesehen. So. So. Ob ich heute noch dahin komme? Das kann doch alles nicht wahr sein. So. So. Aber jetzt. Captain Kenway. Ihr habt etwas für mich? Den Aufenthaltsort des Templers Woods Rogers. Der ist auf einer kleinen politischen Feier. Also seid leise.
Man munkelt, King George bestellt Rogers zurück nach London. Ei, unzufrieden mit seinem Fortschritt in Nassau. Weil es immer noch zu viele Piraten gibt, habe ich gehört. Du musst dich verkleiden, um die Puderquasten auf der Feier zu täuschen. Ich schlage diesen Diplomaten vor, Ruggiero Ferraro. Der steht schon lange auf unserer Liste. Ich verstehe. Sendet ihr das hier nach England für mich? Ei, morgen läuft ein Schiff aus. Caroline Scott Kenway, Hawkins Lane, Bristol. Den italienischen Diplomaten aufspüren, na, da war er mal. So, Moment. So, dann müssen wir mal unser Adlerauge hier. Ich nehme an, dass er da hinten ist, wo die roten... Naja, das ist schon der goldene. Ach Gott, schon wieder so eine Verfolgungsmission. Ich hasse diese Dinger. Diese Stadt besitzt keinerlei Schönheit, keinerlei Lebensfreude, kein ästhetischer Plan. Ihr lauft herum wie die Tiere, wie das Vieh ohne jeglichen Anstand. So, dann mal gucken. Idioten. Ihr seid alle Idioten. Warum ihr Engländer glaubt, ihr könntet die Welt beherrschen, ist mir schleierhaft. Dem Herrn für importierte Wein. Oh Gott, jetzt soll ich ihn noch abboxen. Und auch das noch. Wer trinkt schon mehr als einmal im Monat Rom? Dio, es ist wieder. Ich habe mich verlaufen. Wie kümmere ich diese Stadt? Ich dachte, ich soll ihn erst. Ich dachte, ich soll ihn jetzt töten. Ich vermisse die warmen, gewundenen Straßen von Firenze. Ich vermisse die Kultur. Diese teuflische Hitze. Ich nehme noch ein Schlückchen Glas. Ach, ich darf nicht entdeckt werden, das auch noch. Das muss einem doch mal gesagt werden. Ach, das ganze Scheiß auch noch von vorne hier. Kacke. Diese Stadt besitzt keinerlei Schönheit, keinerlei Lebensfreude, kein ästhetischer Plan. Ihr lauft herum wie die Tiere, wie das Vieh ohne jeglichen Anstand. Idioten. Ihr seid alle Idioten. Warum ihr Engländer glaubt, ihr könntet die Welt beherrschen, ist mir schleierhaft.
So, dann mal gucken, wie ich hier den jetzt mal am besten ausschalten kann. Preise dem Herrn für importierte Wein. Wer trinkt schon mehr als einmal im Monat Rum? Ja. Das darf. Ich habe mich verlaufen. Ich kümmere diese Stadt um. Nur gerade Linien und fantasielose Blöcke und dennoch kein Timperon. Oh, ich vermisse die wahren gewundenen Straßen von Grenze. Ich vermisse. So, jetzt die große Frage, wie mache ich das jetzt mal am besten? Bleibt er jetzt auch mal irgendwann irgendwo stehen? Die besten Traum. Ja. So, den Diplomaten verfolgen jetzt hier wie. Ach, Kacke. Oh. Ach, Kacke, Mann. Ich bin bereit. Gehen wir. Keinerlei Lebensfreude, kein ästhetischer Plan. Ihr lauft herum wie die Tiere. Das Vieh ohne jeglichen Anhänger. Ihr seid alle Idioten. Warum ihr Engländer glaubt, ihr könntet die Welt beherrschen, ist mir schleier. Another drunkard. Some rule of the narrow sees himself. So, mal gucken. Preise den Herren für importierte Wein. Wer trinkt schon mehr als einmal im Monat Rum? Ha! Erledigt! Geschafft! Ach, und jetzt darf ich als Diplomat durch die Gegend eiern. So! Kacke, jetzt habe ich es ihm gerade nicht gelesen. Das sei jetzt Stand eben gerade. Hallo, meine lieben Zuschauer. So, ich weiß nicht, warum das Spiel gerade mal wieder abgestürzt ist, aber naja, egal, gut, lass ihn nicht ändern. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt einfach an den da so vorbeimarschieren kann. Salve. Bitte verzeiht mir meine Verspätung. Ich bin Ruggiero Ferraro. Hi, Mr. Ferraro. Kein Problem.
Alles klar, das ging ja soweit so gut. Ladies and Gentlemen, einen Toast auf meine kurze Zeit als Gouverneur der Bahamas. Denn unter meiner Führung stolze 300 Piraten das Generalpardon akzeptiert und der Krone die Treue geschworen. Und doch, trotz all meiner Erfolge beliebt seine Majestät mich zu entlassen und beruft mich zurück nach England. Bravo! Gott segne den Fatzke! Allein schon Gott segne den Fatzke, auch nicht schlecht. Hurra auf die ehrlosen und ignoranten Schnösel, die mit einem Stock im Arsch die Welt regieren! Hurra! So, jetzt erstmal gucken, wie ich ihn jetzt mal am besten abmoxen kann, ohne von ihm entdeckt zu werden. Zumal ich ja jetzt hier auch gar keinen da hinten. Ich habe sicher nicht vor, Sie danach zu fragen. Wir trennten uns vor beinahe 5 Jahren und das war für uns beide wohl das Beste. Bitte verzeiht meine Neugier, Governor. Vielleicht bin ich später freundlicher. Wenn sich mein Verstand verabschiedet hat. Und wie geht es mit dem Wort der Kräuter? Ich habe nicht die geringste Ahnung und ich habe sicher nicht vor, Sie danach zu fragen. Wir trennten uns vor beinahe 5 Jahren und das war für uns beide wohl das Beste. Bitte verzeiht meine Neugier, Governor. Vielleicht bin ich später freundlicher, wenn sich mein Verstand verabschiedet hat. Ihr seid Mr. Ferraro, oder nicht? Ich bewundere eure Gewänder, diese Eleganz und Farbe. Ach, Kacke. So kann ich ihn jetzt nicht... Man erzählt sich, Rogers, dass ihr euch mit diesem Spanier angefreundet habt. Laureano Torres, ist das wahr? Ist es. Und ich bin stolz darauf. Ich müsste vielleicht mal... Gouverneur wie ich. Und wie ich hat er voller Hingabe für Gerechtigkeit gesorgt. Ich weiß nicht, ob er jetzt hier immer die gleiche Runde dreht. Aber wenn ich da drüben im Gebüsch bin, da wo er jetzt ist, da könnte ich ihn locker platthauen. Ich weiß nur nicht, ob der jetzt... Oh oh. Ob er jetzt immer die gleiche Runde dreht. Bedauern, Captain Rogers. Lasst ihr Unerledigtes zurück? Ja, dass ich die Instandsetzung von Nassau aus eigener Tasche zahlte. Mehr als 3/4 der Arbeiten auf dieser vermaledeiten Insel bezahlte ich von meinem eigenen Geld. Und wenn das nicht Beweis meiner Hingabe ist, dann ist der König ein Narr. Ja. Ich zwang die Barbaren von Nassau in die Knie, bei Gott. Und so will man es mir danken. Ich glaube es nicht. Verdammt richtig, so war es, Rogers. Und falls ihr zu Hause einen Leumundszeugen braucht, gebe ich euch gern einen Empfehlungsschreiben. Ja. So, mal gucken. Also, ich muss mal sehen. Vielleicht... Rennen. Oh, Entschuldigung. Oh oh. Ach, Scheiße. Ach, Kacke. Naja, gut, da habe ich wieder einen Fehler gemacht, aber ist egal jetzt. Danke für die Ausrichtung meiner Abschied. So, ich will erstmal kurz das ausprobieren. Wenn ich jetzt. Eure Rede war sehr offenherzig, doch nicht. Wofür man euch kennen wird. Nun, wir werden dann. So, der. Alle Monarchien der Welt über. Der kommt ja hierher, der Knülch. Wenn Männer wie Torres und ich uns als Architekten ihres Untergangs zu erkennen geben.
Gott, Rogers, wie kühn ihr seid. Ach. Okay, das ging ja noch mal gut hier. So. Wo rennt die denn jetzt noch einmal hin? Ist egal. So, wenn ich Glück habe, kommt er gleich hierher. Dann kann ich vielleicht ihn heranpfeifen. Und ihn dann so auf diese Weise unbemerkt plätten. Mal gucken, wenn ich Glück habe. Eure Entlassung ist eine Affenschande, Rogers. Ihr habt mein Vertrauen. Auch jetzt. Nun, es steht noch nicht fest, gewiss nicht. Wenn der König mich anhört, kommt er sicher zu einer vernünftigen Lösung. Der Tod ist oft der einzige Weg. Ach! Oh nö! Wie soll ich den denn jetzt unbemerkt töten, wenn ich ihn so nicht platt kriege? Man erzählt sich Rogers, dass ihr euch mit diesem Spanier... Rogers von einer Bank aus töten? Ist das wahr? Ist es, und ich bin stolz darauf. Torres war ein Gouverneur wie ich. Und von einer Bank aus töten. Okay, er kommt ja hier durchgelaufen. Also dann. Und wie geht es Mrs. Rogers heute? Ich habe nicht die geringste Ahnung und ich habe sicher nicht vor, sie danach zu fragen. Wir trennten uns vor beinahe 5 Jahren und das war für uns beide wohl das Beste. Bitte verzeihen meine Neugier, Governor. Vielleicht bin ich später freundlicher, wenn Sie sich mein Verstand verabschieden. Okay, jetzt kommt er hier rum. Scheit! Ah, geschafft! Du warst selbst ein Freibeuter. Warum hast du so wenig Respekt vor Männern, die nur ihren eigenen Weg gehen wollen? Du wirst meine Gründe niemals verstehen können, Cretin. Du, der du im Leben immer nur zerstört hast, was unsere Zivilisation groß macht. Ich kann es verstehen. Ich sah das Observatorium und kenne seine Macht. Du würdest damit doch nur spionieren, erpressen und sabotieren. Ja. Und alles für einen höheren Zweck. Für die Gerechtigkeit, um Lügen zu ersticken und Wahrheit zu suchen. Kein Mensch auf Erden braucht eine solche Macht. Und doch erträgst du es, dass Roberts es nutzt. Nein. Ich hole es zurück. Und wenn du mir sagst, wo er ist, halte ich ihn auf. Hier. Am Ende der Klinge finde ich doch noch einen Freund in dir. Principe, verrückter Hund. Unsere Quellen sagen Principe. So. Stopp! Dieser
Amanda! Der Italiener! Der war's! Oh nee! Well, now I feel undertaken. Okay. Das war's. So. Das Assassinenbüro erreichen. Die haben so ein eigenes Büro. Auch nicht schlecht. So, jetzt mal gucken. Jetzt am besten, glaube ich. Einfach mal hier die Straße runter. Erledigt. Wohin jetzt? Pack deine 7 Sachen, wir segeln nach Afrika. Ich habe Rogers von einer Bank aus getötet. Ich habe da drauf gesessen. Warum zählt das denn jetzt nicht? Ja, ist doch gemein. So. Da ist so ein Assassinenjagd oder so. Da habe ich jetzt aber keinen Bock drauf. So, wo ist denn jetzt hier die nächste... Naja, erstmal muss ich an den See stechen, ne? So, egal. Ich mache jetzt hier einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da. Und wenn ihr Lust habt, dann seid das nächste Mal wieder dabei. Bis dann.